So, die DNA-Analyse. Geben Sie. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Herz. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie, eine junge Frau wird vermisst. Alle Anzeichen deuteten auf ein Verbrechen hin. Die Ermittler entdecken eine mysteriöse Kiste und ahnen Grausames. Unsere erste Vermutung war, dass sich eine Leiche in der Kiste befinden könnte. Vielleicht kann ein geheimnisvoller Code aufschlussreiche Hinweise liefern. Als wir den Code fanden, ahnten wir, dass er ihr etwas angetan hatte. Es soll noch eine lange Zeit vergehen, bis sie Gewissheit erlangen. Aus zwei Löchern der Kiste quoll etwas heraus, das wie Verbandsmull aussah. Können die Ermittler die richtigen Schlüsse aus den verwirrenden Hinweisen ziehen und diesen beunruhigenden Fall lösen? Hilton Head Island. Ein grausamer Mörder hält sich unter den Touristen versteckt. Die ganze Insel war in Aufruhr, ein außergewöhnliches Verbrechen. Die Polizisten haben einen Verdächtigen. Wenn du den Teufel fangen willst, musst du in der Hölle nach ihm suchen. Doch es sieht so aus, als würde der Mörder ungestraft davonkommen. Ohne forensisch relevante Beweisstücke vom Tatort konnten wir ihm nichts nachweisen. Kann die FBI-Profilerin Dale Hinman mit ihren Fähigkeiten den skrupellosen Verbrecher entlarven? Im Sommer 1997 nimmt ein schreckliches Drama seinen Lauf in Glendale, einer wohlhabenden Stadt vor den Toren der kalifornischen Metropole Los Angeles. Es ist ein ganz gewöhnlicher Samstagnachmittag mit einer Merkwürdigkeit. Die 28-jährige Janet Cohen bleibt völlig unerwartet einer Familienfeier fern. Ihre Mutter wollte wieder heiraten und es war eine Party geplant. Janet aber erschien nicht auf der Party und meldete sich auch nicht ab. Nach einigen Stunden fangen die beunruhigten Familienmitglieder an, sie zu suchen. Wir telefonierten alle Freunde durch. Nichts. Schließlich wendet sich die Familie an die Polizei von Glendale. Die Beamten fahren zunächst zur Wohnung von Janet. Die Lichter brannten und die Fenster standen offen. Janets Portemonnaie und ihre Handtasche lagen in der Wohnung. Das Einzige, was wir nicht vorfanden, war Janet selbst. Auch fehlten ihr Schlüsselbund und ihr Pager. Das war's. Es sah so aus, als hätte sie ihre Wohnung in größter Eile verlassen. Alles war möglich. Vielleicht wollte sie auch nur eine Weile abtauchen. Überglücklich über die Verlobung ihrer Mutter hätte sie jedoch die Party um nichts in der Welt verpassen wollen. Außerdem liegt ihre Wohnung in einem der sichersten Viertel der Stadt. Je mehr Informationen wir sammelten, desto mehr erhärtete sich der Verdacht, dass wir es hier mit einem echten Vermisstenfall zu tun hatten. Alle Anzeichen deuteten auf ein Verbrechen hin. Die Ermittler tauchen tiefer in Janets Leben ein. Sie ist eine attraktive und beliebte junge Frau und Mitglied einer erfolgreichen Softball-Mannschaft. Vielleicht können ihre Lebensgewohnheiten oder ihre Freunde sachdienliche Hinweise liefern. Unsere Ermittlungen konzentrierten sich relativ schnell auf drei mögliche Verdächtige. Sie waren alle Ex-Freunde von Janet Cohen. Unsere Recherchen ergaben, dass zumindest zwei von ihnen eine kriminelle Vergangenheit hatten. Janet hat erst kürzlich ihre Beziehung zu Anthony Shivers, einem Leitstellenbeamten der kalifornischen Autobahnpolizei, beendet. Dieser Mann war seit 7 Jahren bei der Autobahnpolizei von Kalifornien angestellt. Er arbeitete in einer verantwortungsvollen Position und hatte keinerlei kriminelle Vergangenheit. Die Beamten befragen Shivers. Er gibt an, dass er selbst mehrfach versucht hat, Janet zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zu erreichen. Er meinte, er habe von seinem Handy aus versucht, Janet anzurufen. Eine Rufnummernüberprüfung ergab, dass das nicht stimmte. Nicht unbedingt ein stichhaltiger Beweis, aber eine kleine Spur für die Ermittler. In jedem vermissten Fall ist die Zeit ein entscheidender Faktor. Aus diesem Grund gehen die Polizisten mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Ich mache mir solche Sorgen. Ich weiß nicht, was passiert ist.
Janets verzweifelte Familie stellt eigene Nachforschungen an. Es war unglaublich schwer, von Tür zu Tür zu gehen. Wir befragten die Leute im Einkaufszentrum und alle Nachbarn. In der Zwischenzeit bitten die Polizeibeamten Janets Ex-Freund Anthony Shivers zu einer erneuten Befragung ins Revier. Sie sind ihm gegenüber skeptisch. Er hatte sich in Widersprüchlichkeiten verstrickt und uns einige Lügen aufgetischt. Unsere Ermittlungen konzentrierten sich immer mehr auf Anthony. Hier war einer, der von sich selbst gerne das Bild eines tollen Kerls zeichnete, eines Frauenhelden. Aus diesem Grund hatte ich Detective Hain mit diesem Fall betraut. Als seine Kontaktperson sollte sie ihn zum Reden bringen. Wir spielten das Good Cop, Bad Cop Spiel. Ich war sehr nett zu ihm, während der Beamte Perkins ihn nur fragte, genehmigen Sie uns jetzt die Durchsuchung Ihres Hauses und Ihres Autos? Ich fragte ihn, ob ich seinen Körper nach Verletzungen absuchen dürfte. Seine Antwort war nein. Ob ich sein Auto durchsuchen dürfte, wieder nein. Auch sein Haus durfte ich nicht durchsuchen. Noch fehlen den Ermittlern ein stichhaltiger Beweis und ein Motiv, um Shivers mit dem vorliegenden Fall in Verbindung zu bringen. Sie sind sich zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal sicher, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Die Einzige, die diese Frage beantworten könnte, wäre Janet Cohen selbst. Doch von ihr fehlt immer noch jede Spur. Es handelt sich um Janet Cohen. Sie ist 28 Jahre alt und 1,67 groß. Die Beamten bekommen schließlich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Anthony Shivers. Die Wohnung war in einem unordentlichen Zustand. Einige Umzugskisten waren gepackt. Die gepackten Taschen machten mir Sorgen. Es sah aus, als wäre er im Aufbruch. Mitten in diesem Durcheinander entdecken die Ermittler weitere sehr verdächtige Hinweise. Wir entdeckten eine Hantel, die mit roten Flecken übersät war. Blutflecken. Im Küchenmülleimer fanden wir eine aufgebrauchte Rolle Isolierband. Es handelte sich um relativ breites Klebeband. Im Schlafzimmer entdecken die Ermittler dann einen äußerst bedeutenden Hinweis. Ein Kalender mit Aufzeichnungen. Er war die Sorte Mensch, die alles aufschreibt. Jeden Tag hat er alles ganz genau protokolliert. Also sahen wir uns seine Aufzeichnungen über das Wochenende an, an dem Janet verschwand. Leider sind ausgerechnet die Aufzeichnungen über dieses Wochenende in einer rätselhaften Kurzschrift verfasst. Er benutzte den Code 98. 98 bedeutet in der Polizeisprache Auftrag ausgeführt, Tatort verlassen. Wenn wir den Code erhalten, wissen wir, dass alles erledigt ist. Als wir den Code in seinen Aufzeichnungen fanden, ahnten wir, dass er ihr etwas angetan hatte. Ich spürte, dass in diesen Aufzeichnungen alles stand, was wir wissen mussten. Wir mussten sie nur noch entschlüsseln. In den Eintragungen vom Tag nach Janets Verschwinden entdecken sie einen besonders auffälligen Hinweis. Hat sich in Rauch aufgelöst, das klang nach einem Feuer. Die Ermittler überprüfen, ob es am Wochenende, an dem Janet verschwand, in der Gegend ein größeres Feuer gegeben hat. Die Polizeibeamten riefen sämtliche benachbarten Gemeinden an, um herauszufinden, ob es im Großraum L.A. in Kern oder in Ventura gebrannt hatte. Keiner konnte uns weiterhelfen. Doch dann stoßen die Ermittler auf einen kleinen Flächenbrand, der sich etwa 100 Kilometer von Los Angeles entfernt ereignet hat. Sie machen sich unverzüglich auf den Weg dorthin. In einem entlegenen Canyon treffen sie auf den verantwortlichen Feuerwehrmann. Ein Beamter wurde in Begleitung eines Feuerwehrmannes in die Schlucht hinabgeführt. Unmittelbar neben dem Brandherd entdeckten sie eine Kiste. Die Kiste war komplett mit Isolierband umwickelt. Als die Beamten die Kiste bewegten, spürten sie, dass ein schwerer Gegenstand darin war. Außerdem klebte eine rote Flüssigkeit an der Kiste, die wie Blut aussah. Der Canyon ist jetzt zum Tatort geworden und das Gebiet wird entsprechend abgeriegelt.
Obwohl die Ermittler nicht sicher wissen, was sich in der Kiste befindet, gehen sie davon aus, dass sie die Dienste der Gerichtsmedizin aus Los Angeles benötigen. Unsere erste Vermutung war, dass sich eine Leiche in der Kiste befinden könnte. Die Kiste war vollständig mit Klebeband umwickelt. Es soll noch eine lange Zeit vergehen, bis sie Gewissheit erlangen. Es muss äußerst sorgfältig gearbeitet werden, denn sollte es sich hier um ein Verbrechen handeln, wäre die Kiste ein wichtiges Beweismittel. Aus zwei Löchern der Kiste quoll etwas heraus, das wie Verbandsmull aussah. Das Mullgewebe entpuppt sich als Dochtmaterial. Außerdem steigt von der Kiste ein deutlicher Benzingeruch auf. Es sah so aus, als hätte jemand versucht, die Kiste in Brand zu stecken, um die Beweise im Inneren zu vernichten. Glücklicherweise ist der Plan gescheitert und die Ermittler hoffen, das Innere der Kiste unversehrt begutachten zu können. Nach dem Bergen der Kiste wurde sie in die Gerichtsmedizin der North Mission Road überführt. Dort endlich kann die Kiste geöffnet werden. Die Polizisten befürchten das Schlimmste, das Auffinden der Leiche von Janet Cohen. Gerichtsmedizinerin Dr. Stephanie Ehrlich trommelt ihr Team zusammen, um den Inhalt der Kiste zu untersuchen. Es war wichtig, dass die Kiste möglichst schnell nach ihrer Ankunft in der Gerichtsmedizin untersucht wird. Sollte eine Leiche darin sein, verwest der Körper und die Verwesung konnte schon sehr weit fortgeschritten sein. Es riecht ein bisschen nach Brandbeschleuniger. Die Kiste ist mit Isolierband umwickelt und riecht nach Benzin. Diese Umstände stellen die Ermittler vor einige Probleme. Wie können sie die Kiste öffnen, ohne wichtige Beweise zu zerstören? Im ersten Arbeitsschritt unterzogen wir die Kiste in unserem Labor einer Fluoroskopie. Dadurch erhielten wir eine vollständige Röntgenaufnahme der Kiste. Durch die Kombination von Bewegtbildern mit Röntgentechnik kann die Fluoroskopie zeigen, ob sich in der Kiste die sterblichen Überreste eines Menschen befinden. Das Team ist gespannt. Jeder starrte auf den Monitor, um einen ersten Blick in das Innere der Kiste zu erhaschen. Die Spekulationen überschlugen sich. Jeder hoffte endlich auf Gewissheit. Alle fragten sich, ob sie es ist oder nicht. Passt ein Mensch in so eine kleine Kiste? Es stellt sich heraus, dass der Körper vollständig ist. Die Leiche liegt dort zusammengerollt und in Fötushaltung. Man sah den Schädel und die Extremitäten. Die Beine werden mit Draht in Position gehalten. Und noch ein erschreckendes Detail wird sichtbar. Wir erkannten, dass sich auch Handschellen in der Kiste befanden. Die nächste Schwierigkeit bereitet das Öffnen der Kiste. Jedes noch so kleine Stück der Pappe, jede Spur darauf und jeder Abschnitt Klebeband können entscheidende Beweisstücke sein. Das Team tastet sich vorsichtig voran. Ich muss jetzt eine Öffnung an der Oberseite finden, um meinen Schnitt anzusetzen. Ich fasse mit meiner Hand rein, um zu ertasten, wo sich der Körper befindet. So verhindere ich, dass ich in die Leiche schneide. Nachdem das Klebeband vorsichtig durchtrennt ist, wird aus den Vermutungen traurige Gewissheit. Bei der Leiche handelt es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste von Janet Cohen. Ihr Körper befindet sich in einem erstaunlich guten Zustand. Benzin saugt in einem geschlossenen Raum den Sauerstoff auf. Somit diente das Benzin als Konservierungsstoff. Leichen, die in Kontakt mit Chemikalien sind, beträufelt, übergossen, durchtränkt und dann in irgendeine Kiste gelegt werden oder dass man es in der Kiste schon macht, die zersetzen sich manchmal langsamer, weil die Chemikalien das Wachstum der Bakterien behindern und auch der Insekten. Bakterien und Insekten zerstören die Leiche. Wenn aber Bakterien und Insekten das nicht mögen, weil sie dadurch vergiftet werden würden und erst gar nicht hinkommen oder sich nicht vermehren können, dann kann das Wachstum der Bakterien und Insekten, also damit die Fäulnis und die Zersetzung, aufgehalten werden.
An Janets Körper werden die traurigen letzten Momente ihres Lebens sichtbar. Es sind Zeichen von stumpfer Gewalteinwirkung an ihrem Schädel zu erkennen. Zusätzlich deuten Hämatome am Nacken darauf hin, dass das Opfer gewürgt wurde. Ein schreckliches Szenario. Als Todesursache wurde ein stumpfes Gehirntrauma und eine Nackenkompression festgestellt. Es war also eindeutig ein Mord. Wenn man einen Menschen würgt, dann drückt man auf den Hals. Hört sich irgendwie ganz selbstverständlich an, hat aber sehr typische Folgen, nämlich dass hier vorne der Kehlkopf brechen kann, was normalerweise nie passiert, dass hier das knorpelige Gewebe da bricht. Oder dass man Einblutungen im Muskelbereich oder im sonstigen Gewebebereich am Hals hat, was auch normalerweise nicht passiert, besonders nicht so punktuell, nämlich dadurch, dass die Fingerspitzen häufig noch ziemlich viel extra Druck ausüben. Die Autopsie enthüllt noch ein weiteres schockierendes Detail, das die gesamten bisherigen Vermutungen der Ermittlung auf den Kopf stellt. Ihr Gehirn wies leichte Schwellungen auf, die sich erst nach einiger Zeit entwickelten. Sie starb also nicht sofort, nachdem sie das Gehirntrauma erlitten hatte. Blutungen und Schwellungen im Gehirn hat man natürlich nur, wenn man lebt, weil der Kreislauf noch funktionieren muss. Und wenn man stirbt, pumpt das Herz nicht mehr. Dadurch wird auch keine weitere Schwellung oder Einblutung bewirkt. Sieht man also eine Gehirnschwellung, kann man sagen, auch wenn der Täter vielleicht dachte, die Person ist tot, das Opfer hat noch gelebt in Wirklichkeit. Dr. Ehrlichs Ergebnisse beweisen, dass Janet den ursprünglichen Angriff überlebt und folglich lebend in die benzingetränkte Kiste gesteckt wurde. Der Fall ist also mehr als nur ein einfacher Mord. Je mehr Chemikalien in der Luft sind, umso weniger von dem, was der Körper braucht, nämlich Sauerstoff und auch das Trägergas Stickstoff sind natürlich vorhanden. Das Ganze ist dann sehr, sehr qualvoll, weil der Körper versucht natürlich an seinen Sauerstoff dranzukommen, atmet sehr, sehr tief ein. Dadurch wird noch mehr von der Chemikalie eingeatmet und unterm Strich kann es zu Verätzungen kommen. Es kann einfach fürchterlich wehtun, es wird einem schwindelig, man wird bewusstlos, erwacht vielleicht wieder aus der Bewusstlosigkeit und am Ende des Tages ist man erstickt, weil nicht genug Sauerstoff mehr im Körper war. Wenn man erschossen ist, erstochen oder auch erwürgt wird, spricht man von Mord. Das hier aber ist weit mehr. Das ist Tötung durch Folter. Selbst die Experten der North Mission Road sind von der ungewöhnlichen Brutalität dieses Falls schockiert. Die Beamten gehen davon aus, dass Janet Cohn vor ihrem Tod noch erbarmungslos gefoltert wurde. Wenn so eine Tat nicht die Todesstrafe verdient, was dann? Die Beweislage scheint eindeutig. Anthony Shivers wird wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass das Gericht die Todesstrafe aussprechen wird. Die Autopsieergebnisse aus der North Mission Road scheinen diese Anklagepunkte zu untermauern. Keiner weiß zum momentanen Zeitpunkt, dass der Fall noch eine unerwartete Wendung nehmen soll. Nachdem sie das Gehirntrauma erlitten hatte, lebte sie noch einige Zeit. Ob sie noch lebte, als sie in die Kiste gesteckt worden ist, konnten wir aber nicht mit Gewissheit sagen. Alles deutet auf Anthony Shivers als Täter hin, doch es fehlen die entscheidenden Beweise. Fieberhaft durchforsten die Ermittler alle beschlagnahmten Unterlagen. Dann endlich stoßen sie auf die entscheidende Spur. Shivers hat handschriftlich eine Art Tätigkeitsprotokoll verfasst. Es war wie eine Aufzählung, eine richtige Liste. Er hatte exakt festgehalten, wie er sie ermordete. Sie musste mir Wasser bringen und sich zwischen meine Beine setzen. Einige Male hat sie versucht aufzustehen, dann habe ich sie gewürgt. Handgeschriebene Aussagen findet man selten. Das hier war weit mehr als ein Geständnis. Das hat er während alles Passierte verfasst. Besonders ein Eintrag liegt nahe, dass Shivers sie zusätzlich noch hat grundlos leiden lassen. Er beschreibt, dass er sie in die Kiste gesperrt hat und sie rief, ich kriege keine Luft mehr, Anthony, lass mich raus. Aber er ließ Janet nicht aus der Kiste heraus. Sie starb einen qualvollen Tod. Sein letzter Satz lautete, sie wird mir nie wieder das Herz brechen oder sonst jemandem. Das Bild wird deutlich.
Der Ex-Freund des Opfers hat aus Eifersucht und Hass gehandelt. Die Staatsanwaltschaft und auch Janets Familie fordern die Todesstrafe für Shivers. Der Fall, der ein großes öffentliches Interesse auf sich zieht, geht vor Gericht. Wie erwartet, wird Shivers des Mordes für schuldig gesprochen. Es gibt Mord und es gibt Mord. Dieser Mord war so kaltblütig, dass sich die Bürger Kaliforniens einig gewesen sind. Die Todesstrafe war die einzig gerechte Strafe für diese Tat. Der Richter aber trifft eine überraschende Entscheidung. Seiner Ansicht nach reichen die Fakten nicht aus, um zu beweisen, dass Shivers die Absicht gehabt hat, Janet Cohn zu foltern. Ich finde es tragisch, dass der Richter nicht den Geschworenen die Entscheidung überlassen hat. Hätten sie einstimmig geurteilt, dass es sich nicht um Foltertod gehandelt hat, hätten wir das akzeptieren müssen. Wenigstens war an der Verurteilung wegen Mordes nicht zu rütteln. Das hieß lebenslänglich. Dank der Mithilfe der Beamten und Experten der North Mission Road erfährt die Familie von Janet Cohn wenigstens eine kleine Genugtuung. Der Mörder ihrer Tochter wird für immer hinter Gittern bleiben. Mein Sohn, mein Mann und ich sind dem Polizeidezernat von Glendale sehr dankbar. Es ist beruhigend zu wissen, dass es Menschen gibt, die alles daran setzen, Verbrechen aufzuklären und die Täter vor Gericht zu stellen. Beaufort, South Carolina. Bei der Polizei geht eine Vermisstenmeldung ein. Charles Godley ist seit Tagen nicht mehr erreichbar. Bei unserer Ankunft war die Haustür nicht abgeschlossen. Wir haben das Haus betreten und es Zimmer für Zimmer bis zu dem hinteren Schlafzimmer nach ihm abgesucht. Dann entdecken sie den vermissten Mann. Wir sahen Mr. Charles Godley neben seinem Bett auf dem Boden in einer großen Blutlache liegen. Neben seinem Kopf lag eine Pistole. Verstanden, ich erwarte ihn hier. Captain Bob Bromwich wird zum Tatort beordert. Im Schlafzimmer. Dem ersten Anschein nach hat Godley Suizid begangen. Dort hinten rechts. Aber an diesem Tatort ist nicht alles so, wie es zu sein scheint. Bei näherer Betrachtung erkannten wir, das war eine Luftpistole. Die Ermittler halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass diese Art von Waffe eine derart tödliche Schussverletzung verursachen kann. Sie suchen weiter. Unter der Leiche entdeckten sie einen blutverschmierten Hammer. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Mr. Godley keinen Selbstmord begangen hat. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand mit einem Hammer umbringt. Die Ermittler durchforsten das Haus nach möglichen sachdienlichen Hinweisen. Während sich wertvolle elektronische Geräte noch im Haus befinden, fehlt von Bargeld jegliche Spur. Auch das Portemonnaie des Opfers ist unauffindbar. Die Brieftasche fehlt, also ist auch Einbruch möglich. Ja. Wir müssen nach Einbruchsspuren suchen. An der Hintertür entdecken sie auffällige Spuren. Die Tür war beschädigt und an einer Stelle war auch die Scheibe eingeschlagen. Hinter der Tür entdecken die Ermittler einen offenen Werkzeugkasten. Darin fehlt der Hammer. Vielleicht stammt der Hammer aus diesem Werkzeugkoffer. Zum momentanen Ermittlungszeitpunkt sieht der Mord an Godley wie ein Einbruch aus, der aus dem Ruder gelaufen ist. Die Polizisten befragen die Nachbarn, aber niemand hat etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört. Die ganze Insel war in Aufruhr, ein außergewöhnliches Verbrechen. Keine auffälligen Autos oder fremde Leute? Nein, nichts. Während die Spurensicherung ihre Arbeit verrichtet, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Es gibt keine Augenzeugen und keinerlei Hinweise auf den möglichen Täter. Wenn du den Teufel fangen willst, musst du in der Hölle nach ihm suchen. Die FBI-Profilerin Dale Hinman hat schon viele skrupellose Morde aufgeklärt. Sie überprüft den Fall und stößt sofort auf eine Auffälligkeit.
Die meisten Hauseinbrüche finden tagsüber statt, wenn die Eigentümer bei der Arbeit sind. Die Einbrecher wollen ihr Diebesgut sicherstellen, ohne versehentlich auf einen Hausbewohner zu treffen. Die Tatsache, dass der Einbrecher das Haus von Mr. Godley betreten hat, als dieser nachts zu Hause war, deutet darauf hin, dass der Täter verzweifelt auf der Suche nach Bargeld war. Auf der Polizeiwache geht Sergeant Stephen Davis der Frage nach, ob es sich um eine willkürliche Tat gehandelt hat oder ob Mr. Godley ein gezieltes Opfer gewesen sein könnte. Ich befragte seine Freunde und Verwandte, um mehr über ihn zu erfahren. Die Ermittler kommen schnell zu dem Schluss, dass Mr. Godley ein leichtes Opfer abgegeben hat. Er hat alleine gelebt und ist gesundheitlich angeschlagen gewesen. Jeden Monat bekam er einen staatlichen Zuschuss von $700. Vielleicht war es mehr als ein Zufall, dass der letzte Scheck nur wenige Tage vor seinem Tod eintraf. Laut Aussagen seiner Familie besitzt Mr. Godley eine wertvolle Münzsammlung. Im Haus wird jedoch nicht eine einzige Münze gefunden. Die Ermittler durchforsten den Polizeicomputer nach ähnlichen Übergriffen und machen eine verblüffende Entdeckung im Protokoll der Tatnacht. Gegen Mitternacht hatte Mr. Godley in der Polizeiwache von Beaufort angerufen und Meldung über einen Herumtreiber in seinem Vorgarten gemacht. Er beschrieb einen Mann mit dunkler Hautfarbe und dunkler Kleidung. Die anrückenden Polizisten suchten das Gebiet ab, konnten aber niemanden entdecken. Sie können nur vermuten, dass der Herumtreiber danach zurückgekommen ist, um seinen Job zu Ende zu bringen. Doch das ist nicht das einzige verdächtige Vorkommnis in dieser Nacht. Kurz nach Mitternacht fiel der Polizei ein herumlungernder Mann namens Donald Mitchell in der Nähe von Mr. Godleys Haus auf. Donald Mitchell passt genau zur Personenbeschreibung. In der Nacht überprüften die Beamten ihn und ermahnten ihn zu verschwinden. Die Ermittler können Mitchell aufspüren und ins Revier bringen. Ich beschuldige sie nicht, aber für mich sieht das so aus. Mitchell bestreitet, Godley getötet zu haben, doch auf seiner Kleidung fallen dunkle Flecken auf. Er sollte die Kleidung ausziehen. Angesichts der erlittenen Verletzungen des Opfers kann es sich bei den Flecken durchaus um das Blut von Godley handeln. Die Ermittler schickten die beschlagnahmte Kleidung zur Analyse in das forensische Labor der Mordkommission von South Carolina. Sie haben also nichts Verdächtiges gefunden. Es wurden keinerlei Blutspritze oder andere Spuren entdeckt. Wir konnten ihn nicht mit dem Mord in Verbindung bringen. Ja, wir bleiben in Kontakt. Wir standen wieder am Anfang. Wir hatten keinerlei Anhaltspunkte. Der einzige Verdächtige entpuppt sich als unschuldig und die Zeit läuft gegen die Mordermittler. Sie fürchten, dass der Mord an Godley ungelöst bleibt. Die Profilerin Dale Hinman erstellt anhand der Faktenlage ein Täterprofil. Zusammen mit Captain Bormage überprüft sie den Autopsiebericht noch einmal. Dr. Nichols, Sie sind sicher, dass ihm seine Verletzungen mit einem Hammer beigebracht wurden? Absolut. Kann dieser Hammer Mr. Godley den Todesstoß versetzt haben? Hammerschläge auf den Kopf sind immer sehr gefährlich, weil man zunächst sehr leicht ohnmächtig wird, weil der Schlag geht nach vorne und nach hinten und das sind so richtige Wellen, die da durch den Kopf gehen, sodass also viele Gehirnbereiche verwundet sind und sich dann abschalten. Das Zweite, was passieren kann, ist, dass man eventuell in der Hirnhaut etwas verletzt, also die Knochen werden reingedrückt, es gibt eine Verletzung der Ader, dann blutet das relativ langsam, sodass man dann in der Ohnmacht oder auch während man wach ist, durch den Druck aufs Gehirn sterben kann. Man kann also nie sagen, dass ein Hammerschlag ungefährlich ist, selbst mit einem kleinen Hammer. Das kann sehr, sehr häufig zu schweren Schäden oder zum Tod führen. Hier sehen wir die beiden Einschlagsverletzungen durch den Hammer. Irgendwelche Abwehrspuren? Ja, die gab es. Die flache Schlagseite, mit der normalerweise Nägel eingeschlagen werden, hat dem Schädel die Verletzungen zugefügt. An der linken Handoberfläche, an den Fingerknöcheln, erkennt man einen eckigen Einschnitt, der exakt zur keilförmigen Finne eines Hammers passt. Das spricht für eine Abwehrbewegung. Das erklärt das Blut auf dem Bett, obwohl die Leiche woanders gefunden wurde.
Das deutet auf einen Kampf hin. Seine Verwandten bestätigten, dass es gesundheitlich nicht gut um Mr. Godley stand und er seit längerem alleine lebte. Wir vermuten, dass er gezielt ausgesucht wurde, weil er aufgrund seiner labilen Gesundheit ein leichtes Opfer darstellte. Die Autopsie hat ergeben, dass er an erheblichen Herzproblemen und einem Lungenemphysem litt. Das hat ihn sicher beeinträchtigt. Warum aber wurde die Pistole des Opfers neben der Leiche gefunden? Gibt es einen Hinweis, dass diese Waffe in die Tat involviert war? Nein, Mr. Godley starb durch ein stumpfes Hirntrauma. Wir konnten während der Autopsie keinerlei Spuren von metallischen Objekten, wie zum Beispiel Schrotkugeln oder Gaspistolenpatronen, finden. Dass die Pistole auf dem Fußboden gefunden wurde, könnte darauf hindeuten, dass er die Pistole an sich nahm, nachdem er der Polizei den Eindringling in seinem Garten gemeldet hatte. Während des Kampfes ist sie wohl vom Tisch gefallen. Das klingt sehr plausibel. Am nächsten Morgen finden sich FBI-Profilerin Hinman und Detective Davis am Tatort ein. Hier gibt es viele Versteckmöglichkeiten. Überall stehen Bäume. Wie ist die Kriminalitätsrate? Das ist eine ruhige Gegend, aber am Ende der Straße ist ein kleines Geschäft, vor dem der Drogenhandel floriert. Was wurde entwendet? Bargeld sowie seine Brieftasche. Auch fehlt von seiner Münzsammlung jede Spur. Die Ermittler wissen, für Drogenabhängige auf Entzug oder auf der Suche nach dem nächsten Schuss ist selbst Kleingeld eine große Versuchung, der sie häufig nicht widerstehen können. Die Tatsache, dass nur kleine Gegenstände wie Bargeld oder die Dose mit den Münzen fehlen, spricht dafür, dass der Täter kein Auto besaß, um größere Objekte zu transportieren. In seiner Verzweiflung nahm er wohl nur das mit, das er selber tragen konnte. Das macht Sinn. Im Januar wird der Täter auch einen Wintermantel angehabt haben. So konnte er Diebesgut perfekt verbergen, ohne Verdacht zu erregen. Das hier ist unserer Meinung nach der Einstiegspunkt. Man kann genau erkennen, dass jemand die Scheibe zerschlagen und sich Eintritt in das Haus verschafft hat. Nachdem die Beamten die kaputte Scheibe entdeckt und ins Haus gegangen waren, sahen sie einen Werkzeugkoffer im Flur liegen. Ein Hammer fehlte. Wir vermuten, dass der Täter die Tatwaffe sofort an sich nahm, nachdem er in das Haus eingedrungen war. Der mutmaßliche Täter war hier nicht eingebrochen, um jemanden zu töten. Er wollte nur Wertgegenstände entwenden. Der Tatort beschränkt sich auf dieses Schlafzimmer. Die Leiche lag hier und die Waffe auf der linken Seite des Körpers. Unter dem Körper befand sich der Hammer. Endlich bekommt das Täterprofil Konturen. Alles deutet auf einen extrem verzweifelten Mann hin. Jeder normale Kriminelle hätte die Flucht ergriffen, als Godley telefonisch Polizisten auf den Herumtreiber angesetzt hat. Die Tatsache aber, dass er sich weiterhin auf dem Grundstück versteckte, deutet darauf hin, dass er ein Drogensüchtiger auf Entzug war, der in dieser Nacht dringend Geld für neue Drogen benötigte. Klingt logisch. Dafür spricht auch die Auswahl der Dinge, die er mitgenommen hat. Genau. Er hat nichts entwendet, was auf ihn als Täter hinweisen könnte. Wir suchen jemanden, der Erfahrung mit Einbruchdiebstahl hat, nicht aber mit Gewaltverbrechen. Alle Indizien sprachen dafür, dass Charles Godley von einem Gelegenheitsdieb ermordet worden war. Der Täter musste ihn nicht gekannt haben. Mr. Godley lebte allein und war ein einfaches Ziel. Mittlerweile beherrscht der Mord die Schlagzeilen in der beschaulichen Stadt. Die Ermittler erhalten diverse Hinweise aus der Bevölkerung. Die meisten von ihnen entpuppen sich jedoch als irrelevant. Ein Tipp allerdings gerät in den Fokus der Ermittler. Und das, obwohl er nicht im geringsten zu dem Täterprofil eines verzweifelten Drogensüchtigen passt. Es ging um einen Streit wegen eines geplatzten Immobiliendeals. Charles Godley wollte einen Teil seines Landes an den Immobilienmakler James Pola verkaufen. Pola hatte schon einige Arbeit investiert, als Mr. Godley den Deal in letzter Minute platzen ließ. Mr. Pola war deswegen ziemlich verärgert.
Die Polizei stellt eine neue Hypothese auf. Hat ein geplatzter Immobilienhandel zum Mord an Charles Godley geführt? Die Ermittler müssen jedem noch so kleinen Hinweis nachgehen. Der Immobilienmakler entsprach zwar nicht unserem Täterprofil, wir mussten ihn aber wegen seines Streits mit Mr. Godley kurz vor dessen Ermordung auf unsere Verdächtigenliste setzen. Bob Bromwich konfrontiert James Poehler mit dem Verdacht. Wissen Sie, dass Mr. Godley ermordet wurde? Poehler bestreitet, irgendetwas über das Verbrechen zu wissen und liefert den Beamten ein Alibi. Ich war heute Nacht bei meiner Freundin. Die Beamten glauben Poehler kein Wort und überprüfen sein Alibi. Waren Sie mit ihm Freitagnacht zusammen? Danke, auf Wiedersehen. Poehlers Freundin sowie mehrere andere Augenzeugen bestätigen sein Alibi. Die Ermittler haben keine Wahl, sie müssen ihn laufen lassen. Wenn sich alle Hoffnung in Luft auflöst, dann ist das für uns Ermittler sehr frustrierend. Noch ahnen die Ermittler nicht, dass diese Spur die letzte in diesem Fall für eine sehr lange Zeit sein soll. Viele Jahre vergehen, in denen andere Fälle auf der Tagesordnung der Mordermittler stehen. Captain Bromwich aber lässt der Fall Charles Godley keine Ruhe. Man darf hierbei auch den menschlichen Aspekt nicht vergessen. Hier wurde ein unschuldiger Mann ermordet. Man muss deshalb so lange weitersuchen, bis man denjenigen gefunden hat, der für diese Tat verantwortlich ist. Schließlich 4 Jahre nach dem brutalen Mord an Mr. Godley erhalten die Beamten einen Bericht, der dem Fall eine neue Wendung gibt. Dem Morddezernat wurden Informationen eines Häftlings aus dem South Carolina Staatsgefängnis übergeben. Er war der Zellengenosse von Richard Simmons, der ihm gegenüber angeblich den Mord an einem Mann namens Charles Godley gestanden hätte. Bei Richard Simmons handelt es sich nicht nur um einen stadtbekannten Einbrecher, er lebte früher auch in Godleys Nachbarschaft. Er passte perfekt ins Bild. Er war in der Vergangenheit wegen Körperverletzung und Einbruchsdelikten verurteilt worden und er war drogensüchtig. Außerdem war er in dem betreffenden Wohngebiet immer zu Fuß unterwegs gewesen und konnte so wissen, dass Mr. Godley alleine lebte. Ich möchte zu Kevin Milburn. Gehen Sie bitte geradeaus, Sir. Captain Bromwich trifft sich mit dem Informanten. Er ist in das Haus eingebrochen und hat sich den Hammer gegriffen. Er hat gesagt, der Mann sei aufgewacht, als er ins Haus eindrang. Hat er gesagt, wie oft er zuschlug? Bromwich ist sich sicher, dass der Häftling die Wahrheit sagt. Ohne weitere stichhaltige Beweise wird es allerdings schwer, Simmons die Beteiligung an dem Verbrechen nachzuweisen. Trotz dieser Aussage konnte nur ein Mann die ganze Wahrheit aufdecken, Richard Simmons selbst. Darin lag die Herausforderung. Er ist ja versiert und weiß, wie das System funktioniert. Er kann gut einschätzen, ob wir handfeste Beweise haben oder nur bluffen. Wenn wir auf Konfrontation gegangen wären, hätte er den Mord einfach bestritten und nach einem Anwalt verlangt. Damit hätten wir uns unsere Chancen, an ihn ranzukommen, komplett verbaut. Zudem arbeitet auch die Zeit gegen die Mordermittler. Simmons steht kurz vor seiner Haftentlassung. Die Ermittler müssen schnell handeln, bevor der Verdächtige auf Nimmerwiedersehen untertaucht. Wir befürchteten, dass er wusste, dass wir ihm auf die Schliche gekommen waren. Captain Bromwich entwickelt einen Plan. Die Polizisten machen FBI-Profilerin Hinman an dem Strand, an dem sich Simmons vor seiner Inhaftierung immer aufhielt, mit allen Details vertraut. Ein Mithäftling hat uns darüber informiert, dass Richard Simmons den Mord gestanden hat. Wusste er Details, die nicht aus den Medien stammten? Ja, wusste er. Unser Plan sieht vor, dass wir Richard Simmons lokalisieren, sobald er aus dem Gefängnis kommt. Dann starten wir eine Undercover-Aktion. Die Strategie lautet, Simmons soll den Mord einem Undercover-Agenten gegenüber gestehen. Dieser Spezialagent ist als Zeuge vor Gericht definitiv glaubwürdiger als sein ehemaliger Häftling. Genau. Doch es ist ein riskantes Unternehmen. Wir dürfen den Agenten nicht für einen gesuchten Mörder in Gefahr bringen. Wir werden 7 bis 8 Agenten einsetzen und ich werde die verdeckte Aktion überwachen. Kann diese riskante Undercover-Operation endlich den Mörder von Charles Godley überführen?
Die Ermittler vermuten, dass Simmons auf der verzweifelten Suche nach Drogengeld in das Haus von Charles Goodley eingebrochen ist, den Mann ermordet und seine Brieftasche entwendet hat. Sie hoffen, durch die Aktion die nötigen Beweise für ihre Theorie zu erhalten. Der verdeckte Ermittler sollte sich mit Richard Simmons anfreunden. Dann sollten die beiden Männer gemeinsam einen Einbruch begehen, um Simmons davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Agenten um einen echten Kriminellen handelt. In dem Moment, in dem Simmons das Gefängnis verlässt, wird die Operation eingeleitet. Sobald unsere Strategie für die verdeckte Ermittlung stand, ging alles sehr schnell. Wir konnten innerhalb weniger Treffen sein Vertrauen gewinnen. Nach einigen Wochen scheint der Undercover-Agent dem Ziel nahe. Sie spähten gerade ein Haus für einen möglichen Einbruch aus. Ich war nachts noch nie hier. Ich würde gerne sehen, wie dunkel es dort ist. Als sie zusammensaßen, sprachen sie über begangene Verbrechen. Und Richard Simmons fing an, über den Mord an Charles Godley zu reden. Was hat der Typ mit dir gemacht? Er drehte total durch, als ich ins Schlafzimmer kam. Eine versteckte Kamera filmt die Unterredung. Das Aufnahmegerät war in ihrem Auto platziert und eine Kamera auf das Gesicht von Simmons gerichtet. Er war ein alter Mann. Ich habe ihn gestoßen und geschlagen. Mit der Faust? Ich hatte einen Hammer. Echt? Dann habe ich ihn noch 2 oder 3 Mal getroffen. Hat er dich verfolgt? Er war sofort tot. Endlich können die Ermittler eine Verhaftung durchführen. Es war sehr befriedigend, dass wir aufzeichnen konnten, wie Simmons über den Mord an Charles Godley sprach. Wir wussten, wir hatten den richtigen Mann. Die Gesellschaft war wieder sicher vor ihm. Die Geschworenen sind sich einig. Richard Simmons wurde zu 2x lebenslänglich wegen Einbruch und Mord an Charles Godley verurteilt. Charles Godley war ein gebrechlicher alter Mann, der in seinem Haus einen sicheren und geruhsamen Lebensabend verdient hätte.